Hey zusammen, guten Morgen. Soll ich euch mal was Verrücktes erzählen? Ich habe da jetzt bestimmt schon 30, 40 Minuten drüber nachgedacht, irgendwie, ob das irgendeinen Sinn ergibt. Gibt's nicht. Aber es ist irgendwie ganz interessant zu hören, weil es könnte sein. Lasst mich erzählen. Aber haltet mich nicht für verrückt. Ich bin in der Nacht wach geworden, weil ich geträumt habe. Und wieder so ein plastischer Traum. Allerdings kriege ich nicht mehr alles so zusammen. Aber dass ich unterwegs bin, laufe mit Borchert über den Grenzstreifen. Und dann merke ich auf einmal, wie mir so ein bisschen schwummrig wird. Und alles um mich herum verändert sich irgendwie. Und auf einmal wird man wach und ist in einer ganz anderen Situation irgendwie und erlebt gerade irgendwie einen schönen Moment. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht mehr genau, was dieser Moment war, aber stellt euch das mal vor. Manchmal hat man doch so eine Situation, dass man so in Gedanken versunken ist, also sei es jetzt positiver oder auch schlechter, dass man einfach mal so 5, 6 Minuten komplett weg ist. Vielleicht befindet sich mein Leben in der Krebstherapie ja in diesen 5, 6 Minuten und ich habe das eigentlich schon alles geschafft und blicke nur noch drauf zurück. Macht euch da mal Gedanken drüber. Das klingt schon ein bisschen verrückt, aber genauso und plötzlich habe ich heute Abend geträumt und irgendwie war es ganz schön. Naja, jetzt gehe ich erstmal eine große Runde laufen, ohne Borchi. Muss erstmal irgendwie mich ein bisschen bewegen und mal wieder ein bisschen. Das klingt auch doof, aber ich kann in letzter Zeit nicht so richtig gerade laufen irgendwie. Also schon, wenn ich gerade gucke, kann ich gerade laufen, aber wenn ich nach rechts gucke oder nach links gucke, dann drehe ich sofort immer mit ab und lande dann am Ende ganz woanders. Spielt auch keine Rolle. Ich fahre sowieso keine Karre mehr, also. Und ich glaube, dafür wäre das noch nicht so relevant genug, aber ich hasse Autofahren. Aber wenn ich den ganzen Tag so eine Träume haben könnte, das wäre schon toll. So, Ende. Guten Morgen an der Stelle, falls ich es nicht schon gesagt habe. Ich gehe jetzt mal beim Hund Gassi.